Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael der Barbecue Bär und wir werden uns heute so eine richtige DDR-Spezialität machen. Wir machen uns original Thüringer Rostbrätel. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Da starte ich mit dem Fleisch. Da brauchen wir einmal hier so einen Schweinenacken. Dann eine ganze Menge Zwiebeln. Diese schneidet euch hier in solche Halbringe. Des Weiteren brauchen wir dann ein Bier. In meinem Fall ist das jetzt hier so ein Schwarzbier, ein Köstritzer. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Bier nehmen, was ihr möchtet. Zum Würzen brauchen wir Salz und Pfeffer. Und dann habe ich hier nochmal die Soße mit W stehen. Und wir brauchen natürlich auch einen Senf. Da scheiden sich die Geister, ob man jetzt Bautzner nehmen soll oder Bornsenf nehmen soll. Ich nehme heute Altenburger Senf. Da habe ich hier einmal den Knobi-Senf, weil da ist gleich der Knoblauch schon mit drin. So brauchen wir den nicht dazu tun. Habt ihr den nicht, könnt ihr natürlich extra Knoblauch noch dabei machen. Und dann habe ich hier noch einmal den Trabi-Senf und ihr seht, der sieht aus wie die Trabis früher, die blauen. Also richtig geil. Und diese zwei Senfsorten, die waren letztes Jahr Bestandteil von meinem Adventskalender von der Altenburger Senf und Feinkost GmbH. Diesen gibt es auch dieses Jahr wieder. Den wollte ich euch nochmal zeigen, weil ich habe den auch dieses Jahr wieder. Ist ein richtig toller Adventskalender mit vielen tollen verschiedenen Senfsorten und sogar Soßen in diesem Jahr. Und mit dabei ist dann auch hier so ein kleines Heftchen, das nennt sich Senfwelt. Ist ein Magazin, was es nur in der Adventszeit gibt von der Altenburger Senf und Feinkost GmbH. Die stellen sich hier drin auch vor. Dann habt ihr noch so andere Sachen plus Rezepte, was ihr mit den Senfsorten und Soßen alles machen könnt. Und ganz wichtig ist, zum Schluss hier hinten haben wir dann auch noch so einen kleinen Spoiler, was alles in dem Adventskalender drin ist. Und da kann ich euch ja schon mal vorlesen, was euch erwartet. Ich werde natürlich jetzt nicht das Türchen nennen, obwohl, wenn ihr das Heft habt, seht das auch. Aber ist jetzt recht egal. Es ist ein mittelscharfer Senf dabei mit Feigen. Wir haben einen süß-scharfen Senf. Wir haben eine Burgersoße mit Senf da drin. Einen sehr scharfen Senf. Einen Mango-Fruchtaufstrich. Also das ist richtig vielseitig. Oder hier mittelscharfer Senf mit Whisky. Also sind richtig tolle Sorten dabei, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich hatte den letztes Jahr schon und das hat sich voll gelohnt. Jedes Glas einfach nur hervorragend. Wenn da einer von euch Interesse daran hat, auch mal so einen geilen Adventskalender haben möchte, der kann unten in der Videobeschreibung gucken. Da verlinke ich euch alles, was ihr zu dem Adventskalender wissen müsst. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon alle Zutaten gesehen und sind soweit, dass wir starten können und das machen wir jetzt. Dazu holen wir uns dann den Schweinenacken hier hin und den schneiden wir uns dann in so 1 bis 2 cm dicke Scheiben. Und wenn das Fleisch dann geschnitten ist, dann gebt ihr das entweder in eine große Schüssel oder hier in so eine GN-Schale, wie ich das gemacht habe. Weiter geht es dann jetzt mit der Soße. Dazu nehmen wir uns die zwei Senfsorten und geben die hier rein. Und nachdem der andere drin ist, kommt dann noch der, der die schöne Farbe bringt dazu. Dann geben wir etwas Salz dazu. Dann eine ordentliche Ladung Pfeffer. Nach dem Pfeffer kann dann die Soße mit W dazu, auch ruhig ein ordentlicher Schuss. Und jetzt füllen wir so ein bisschen Bier ein. Da am Anfang darauf achten, nicht zu viel zu nehmen, weil wir wollen eine schön cremige Soße haben, die nicht zu flüssig ist. Ja, und jetzt verrühren wir das alles. Die Marinade können wir dann fürs erste Mal beiseite stellen. Dann holen wir uns die Zwiebeln herbei, da machen wir so ein bisschen Salz drüber und eine Prise Zucker. Dann vermischen wir das gut und beim Vermischen drücken wir die Zwiebeln so ein bisschen an, dass sie anfangen ihren Saft zu lassen, denn desto intensiver wird der Geschmack nachher. Gute 5 Minuten weiter sehen wir hier, die Zwiebeln fangen an glasig zu werden und den Saft zu lassen. Jetzt können wir die schon mal nehmen und hier auf dem Fleisch verteilen. Dann vermischen wir das Ganze mit dem Fleisch. Im nächsten Schritt kann dann die Marinade darüber. Das macht meine Frau, weil dann kann ich sie gleich mit der Hand hier verteilen. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal gut vermengen, dass überall Marinade und Zwiebeln sind. Also am Fleisch jetzt. Normalerweise schichtet man das auch, aber ich habe das schon ein paar Mal geschichtet und auch so hier gemacht und keinen Unterschied festgestellt. Also von daher könnt ihr das so machen wie ich. Wichtig ist, dass überall was dran ist. Und wichtig dabei ist, wenn ihr das vermischt, dass wirklich auf beiden Seiten vom Fleisch was von der Marinade ist. Und wenn das der Fall ist, ziehen wir das hier so glatt.
Dann mache ich den Deckel drauf, nehme die Schale und stelle die über Nacht in den Kühlschrank. Denn so lange sollte das mindestens marinieren. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir das Fleisch grillen. Mittlerweile ist die Nacht dann rum. Unsere Rostbrätel haben fertig mariniert. So schauen sie aus. Ich würde sagen, optisch sieht das immer noch richtig geil aus. Und ob unser Fleisch jetzt blau geworden ist, das schauen wir uns gleich an. Denn ich werde jetzt so ein bisschen die Marinade abstreifen, packe die auf den Teller und dann gucken wir nochmal. Ja, und ich würde sagen, das sieht recht gut aus. Und das Fleisch, wenn man das hier so sieht, das hat die Farbe jetzt nicht angenommen. Habe ich auch nicht erwartet. Die Farbe, die wir jetzt hier noch halt dran haben, das ist halt unser Trabi-Senf gewesen. Hier drüben haben wir dann noch unsere Zwiebeln. Die braucht ihr auch nicht wegschmeißen, da nehmt ihr euch später eine Pfanne, macht unten ein bisschen Butter rein und bratet euch die schön an und dann könnt ihr die dazu servieren. Machen wir später auch. Und jetzt werde ich dann den Grill starten und da sehen wir uns gleich wieder. Am Grill angekommen, heute nutzen wir den Kugelgrill. In der Mitte habe ich jetzt meine volle Pulle Holzkohlezone hingemacht, wo wir richtig Hitze aufs Fleisch bekommen. Außenrum haben wir dann den indirekten Bereich zum Garziehen und ich würde sagen, jetzt legen wir auf. Gut anderthalb Minuten später werden wir mal versuchen zu wenden, denn bei Holzkohle ist immer die Gefahr da, es wird zu schnell dunkel, wie ihr hier jetzt zum Beispiel seht. Deswegen ist da so ein bisschen Obacht geboten, da müsst ihr da mal ein bisschen gucken. Aber Röstaromen schaden nicht. Mittlerweile sind dann alle schön angegrillt, die in der Mitte sind auch gleich soweit. Hier außenrum habe ich sie verteilt, teilweise haben die auch richtig schön Farbe gekriegt und das Blau bleibt doch erhalten. Jetzt mache ich aber den Deckel zu, gebe den bei dieser indirekten Hitze jetzt nochmal so 20 Minuten, dass die einfach nur durchgegart sind und dann sehen wir uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Dann ist es vollbracht, unsere Rostbrätel im Trabi-Style sind fertig, so schauen sie aus. Und wie man dann hier sehen kann, richtig schön Farbe haben sie abbekommen, das von beiden Seiten, aber es hilft nichts. Wir schneiden sie jetzt mal an und das Trabi Blau ist auch noch zu sehen. Dann wollen wir mal gucken. Schön so ein paar Tranchen runterschneiden. Und ich hoffe, ihr seht hier, wie saftig die noch sind. Einfach nur genial. Aber ich schneide fertig, dann wird probiert. Hier habe ich dann mein Stück. Guten Appetit. Ein bisschen pusten müssen wir noch. Ja, was willst du anderes sagen? Ich denke mal, viele von euch kennen Thüringer Rostbrätel. Wer es nicht kennt, der muss das auf jeden Fall nachmachen, weil das sind, glaube ich, mit die geilsten Nackensteaks, die man sich so zubereiten kann. Mariniert in einer Senf-Biermischung plus die Zwiebeln, Knoblauch. Einfach nur der Wahnsinn. Bei uns war der Knoblauch jetzt im Senf drin. Dann noch der Zusatz. Trabi-Senf, deswegen diese schöne blaue Trabi-Farbe, ist natürlich nur optional. Wer den hat, kann nehmen. Ihr könnt natürlich auch blaue Lebensmittelfarbe noch mit reinmachen, aber ist wie gesagt einfach nur optional. Es reicht auch einfach nur ganz normaler mittelscharfer Senf plus dann halt das, was wir reingemacht haben und den Knoblauch, weil der war ja bei uns mit Senf, wie ich ja gerade schon gesagt habe, drin, aber geschmacklich einfach nur mega. Dann über schön Holzkohle richtig angegrillt, dass die auch Röstaromen kriegen. Können auch ruhig ein paar dunklere Ecken mit bei sein, weil das macht so ein Rostbrätel halt aus. Dann gar gezogen, fertig. Dann in Brötchen gepackt, die Zwiebel noch angebraten oben drauf. Und das ist das Geilste, was man sich einfach so mal schnell auf die Hand machen kann. Ich kann es euch nur empfehlen, also macht's und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. So, dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, meine Version vom Thüringer Rostbrätel hat euch gefallen, auch mit dem Trabi-Senf. Wie ich ja anfangs erwähnt habe, war der bei mir letztes Jahr mit in dem Adventskalender. Deswegen, und der wäre jetzt, glaube ich, im Februar abgelaufen. Deswegen habe ich den jetzt einfach mitverwendet, damit er nicht umkommt. Optisch macht das ein bisschen was her, ist aber wie eben auch schon erwähnt kein Muss. Und nochmal, wer Bock auf so einen Adventskalender hat, kann unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr alles dazu. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Und wer meinen Dutch Oven Rostbrätel noch nicht kennt, einfach mal bei mir in den Playlisten gucken. Das war auch richtig geil.